Gestern war Frank-Walter Steinmeier noch in Berlin beim Kanzlerduell, heute hier in der Lausitz. Und es war unser wichtigster Wahlkampfhöhepunkt mit Frank-Walter Steinmeier, dem Kanzlerkandidat und Brandenburger Spitzenkandidaten, und mit Matthias Platzek hier in Cottbus im Herz der Lausitz, Wählerstimmen zu werben. Denn wir haben das erste Mal seit 1990 die Möglichkeit, 4 Stimmen abzugeben. Für den Bundestag und für den Landtag an einem Tag. Eine Wahl, wo die Menschen, die wählen gehen, wirklich ihr ganzes Gewicht in die Waagschale werfen können. Und wenn man sich erinnert, 1998 waren 6.000 Stimmen, die entschieden haben, dass wir einen Kanzler Gerhard Schröder hatten und nicht einen Kanzler Stoiber. Und ich hoffe und denke, dass die Menschen sich motivieren lassen, hier auch in der Lausitz, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben. Umso höher die Wahlbeteiligung ist, umso eher können wir die Braunen draußen halten aus dem Brandenburger Landtag. Und umso eher können wir Schwarz-Gelb verhindern und können selber mitgestalten. Denn unser Ziel ist Mindestlöhne. Mindestlöhne sind wählbar am 27. September. Mehr Kompetenzen für den Bund in Bildungsfragen, das ist wählbar. Eine Begrenzung von Managergehältern, das ist wählbar am 27. September. Und insofern, Bürger müssen wählen gehen, damit die Demokratie auch in Zukunft stark bleibt. Umso mehr Wählerbeteiligung, umso stärker bleibt Demokratie. Wenn wir in Potsdam und Berlin uns wieder so stark machen sollen wie in den letzten Jahren, dann brauchen wir wieder so viele Stimmen. Wenn wir uns stärker machen sollen für Sie, dann brauchen wir mehr Stimmen. Und deshalb gehen Sie am 27. September wählen. 4 Stimmen für die SPD. Vor 20 Jahren, wem sage ich das, begann die friedliche Revolution. Und ich komme gerade aus Berlin und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Gedenkfeiern da im Augenblick in Berlin vorbereitet werden. Das ist schön so, werden Sie sagen, finde ich auch. Aber natürlich ist bei solchen Gedenkfeiern immer die Versuchung ganz groß, dass da Geschichte noch einmal etwas neu geschrieben wird. Bei manchen die Versuchung groß, dass Geschichte umgeschrieben wird. Aber meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen, es bleibt dabei, nicht Helmut Kohl hat die Mauer zum Einfall gebracht, sondern es waren mutige Bürgerinnen und Bürger der damaligen DDR. Das ist die Wahrheit, da muss es bleiben und daran werden auch Gedenkfeiern nichts verändern. Die Menschen in Ostdeutschland, die haben auch den Aufbau geleistet, die haben Rückschläge weggesteckt, die haben Hindernisse überwunden. Und genau diesen Mut, meine Damen und Herren, genau diesen Mut, den brauchen wir in den nächsten Jahren in Deutschland. Wir brauchen eine starke SPD in der Regierung für mehr Arbeit, für bessere Bildung, mehr sozialen Ausgleich. Mit Matthias Platzek als Ministerpräsident, mit Steffen Reiche im Deutschen Bundestag. Gehen Sie, meine Damen und Herren, deshalb bitte wählen. Lassen Sie nicht andere über Ihre Zukunft entscheiden. Machen Sie die SPD stark, hier im Land Brandenburg, aber ich bitte Sie herzlich, auch im Bund, meine Damen und Herren.